Heute berechnen wir eine Aufgabe zu den kollegativen Eigenschaften. Aufgabenstellung: Schätzen Sie die Gefrierpunkte folgender Lösungen ab. A. 200 Gramm Rohrzucker, Saccharose, werden in 1 Liter, also 1 Kilogramm Wasser, gelöst. Aufgabenteil B. 200 Gramm Kochsalz, also Natriumchlorid, werden in 1 Liter, also auch 1 Kilogramm Wasser, gelöst. Es ist zu beachten, dass Saccharose in Wasser nicht vollständig dissoziiert, aber dafür Natriumchlorid vollständig. Was sind kollegative Eigenschaften? Kollegative Eigenschaften sind Eigenschaften einer Lösung, die nicht von denen des gelösten Stoffes abhängig sind. Dabei wird die Beschaffenheit des Lösemittels geändert. Diese Eigenschaften sind nur von der Anzahl der gelösten Teilchen abhängig. Zu den kollegativen Eigenschaften zählen die Dampfdruckerniedrigung, die Siedepunktserhöhung und die Gefrierpunktserniedrigung. Dabei ist zu beachten, dass die Siedepunktserhöhung und die Gefrierpunktserniedrigung unmittelbare Folgen der Dampfdruckerniedrigung sind. Wie man hier rechts sehen kann, senkt sich die Dampfdruckkurve des Lösemittels nach unten ab, wenn man etwas in Lösung gibt. Dadurch sinkt der Gefrierpunkt und der Siedepunkt steigt. Eine weitere kollegative Eigenschaft ist der osmotische Druck, der direkt von der Anzahl der gelösten Teilchen abhängig ist. Wieso sind die Eigenschaften des gelösten Stoffes nicht relevant? Dabei ist zu beachten, dass das eigentlich nur für ideale Lösungen gilt. Das heißt, für Lösungen, bei denen die Wechselwirkungen zwischen verschiedenartigen Teilchen genauso groß sind wie die zwischen gleichartigen. Beispielsweise wäre das der Fall in einer Lösung von zwei Kohlenwasserstoffen. P0 ist dabei der Dampfdruck des reinen Stoffes und x der Stoffmengenanteil. Da diese linear voneinander abhängig sind, gibt sich für die Mischung der beiden auch ein linearer Zusammenhang. Salzlösungen kann man als ideal betrachten, da der Dampfdruck eines Salzes im Verhältnis zu dem des Lösemittels, zum Beispiel Wasser, vernachlässigbar klein ist, sodass man im Endeffekt nur noch den Dampfdruck des Wassers berücksichtigen muss. Diese Eigenschaften sind alle proportional zum Stoffmengenanteil. Das heißt, wenn man doppelt so viel Salz in Lösung gibt, erniedrigt man auch den Gefrierpunkt doppelt so hoch bzw. doppelt so stark. Um den Gefrierpunkt von Saccharose zu berechnen zu können, brauchen wir erst folgende Werte. Und zwar müssen wir erst die Stoffmenge von Rohrzucker berechnen, indem wir die molare Masse von Saccharose gleich 342 Gramm pro Mol und die Masse von Saccharose, also gleich 200 Gramm, verwenden. In der folgenden Gleichung wird beschrieben, wie man die Stoffmenge von Saccharose berechnet. Und zwar N, also die Stoffmenge, gleich die Masse von Saccharose durch die molare Masse von Saccharose. In dem Fall berechnen wir N Saccharose gleich 200 Gramm durch 342 Gramm pro Mol ergeben 0,5847 Mol. Da wir jetzt die Stoffmenge berechnet haben, können wir so die Molalität berechnen, also B gleich Mol pro Kilogramm von Rohrzucker. Dazu brauchen wir einmal die Masse des Lösemittels, die wir ja auch durch die Aufgabe erhalten haben, und zwar die 1 Liter von Wasser. Da ja die Dichte von Wasser 1 Gramm pro Liter besteht, ist gleichzeitig 1 Liter auch die Massenangabe, also 1 Kilogramm. Und die Stoffmenge von Rohrzucker, die 0,5847 Mol. Die Molalität berechnen wir so: B gleich N Substanz, also die Stoffmenge des Substanz, durch die Masse des Lösemittels. Also B von Saccharose gleich 0,5847 Mol durch 1 Kilogramm ergeben 0,5847 Mol pro Kilogramm. So kommen wir zur Berechnung des Gefrierpunktes Delta T von Saccharose. Dazu brauchen wir folgende Konstanten. Einmal die kryoskopische Konstante von Wasser K beträgt 1,86 Kelvin mal Kilogramm pro Mol. Sowie brauchen wir jetzt die berechnete Molalität von Saccharose, die wir berechnet haben, mit einem Wert von 0,5847 Mol pro Kilogramm und den van Hoffteschen Faktor I gleich 1.
Die Formel des Gefrierpunktes lautet wie folgt. Delta T ist gleich K, also die kryoskopische Konstante, mal B, die Molalität, mal I, der van 't Hoffsche Faktor. Also berechnen wir Delta T gleich 1,86 Kelvin mal Kilogramm pro Mol mal die Molalität von 0,5847 Mol pro Kilogramm mal 1. Das ergibt 1,09 Kelvin. Um den Gefrierpunkt zu berechnen in Grad Celsius, müssen wir Folgendes tun. Rechnen wir T' gleich T minus Delta T. Da unser Wasser einen Gefrierpunkt von 273, also einen Nullpunkt von 273,15 Kelvin besitzt, da 0 Grad Celsius gleich 273,15 Kelvin sind, rechnen wir unsere berechneten 1,09 Kelvin minus. Das ergibt dann 270,06 Kelvin. Da wir jetzt wieder diesen Wert, den 272,06 Kelvin minus die 273,15 Kelvin rechnen können, errechnen wir somit gleich minus 1,09 Grad Celsius. So kommen wir zum Aufgabenteil B. Berechnung des Gefrierpunktes von Natriumchlorid, also Kochsalz. Wieder müssen wir, wie im Aufgabenteil A, die Stoffmenge von Kochsalz berechnen. Dazu benötigen wir wieder die molare Masse von Natriumchlorid, die 58,44 Gramm pro Mol beträgt, sowie die Masse von Natriumchlorid gleich 200 Gramm. Die Formel zur Berechnung der Stoffmenge heißt NNACL gleich Masse von NaClM durch die molare Masse groß M NaCl. Also lautet die Stoffmenge NNACL betragen sind also 200 Gramm durch 58,44 Gramm pro Mol ergeben 3,4223 Mol. Mit dieser Stoffmenge können wir nun die Molalität von Kochsalz berechnen, die wir benötigen, um den Gefrierpunkt von Kochsalz zu berechnen. Und zwar benötigen wir dazu einmal M, also die Masse des Lösemittels von Wasser. Da dir ein Liter ja gegeben sind und wir ja wissen, dass die Dichte von Wasser 1 Gramm pro Liter ist, haben wir direkt auch die Masse von Wasser, also 1 Kilogramm. Und die berechnete Stoffmenge der Substanz, also von Kochsalz, gleich 3,4223 Mol. Die Berechnung der Molalität lautet wie folgt. B ist gleich N Substanz durch die Masse des Lösemittels. Also ist B gleich 3,4223 Mol durch die 1 Kilogramm, durch den Kilogramm des Wassers. Das ergibt dann 3,4223 Mol pro Kilogramm. Nun kommen wir zur Berechnung des Gefrierpunktes von Delta T von Kochsalz NaCl. Dazu brauchen wir die kryoskopische Konstante K von Wasser, die 1,86 Kelvin mal Kilogramm pro Mol betragen, die Molalität von Kochsalz, die 3,4223 Mol pro Kilogramm und den van 't Hoffschen Faktor I gleich 2. Wie beim Rohrzucker berechnetes Delta T benutzen wir wieder folgende Formel. Delta T gleich K mal B mal I. Folgende Werte werden eingesetzt. Delta T gleich 1,86 Kelvin mal Kilogramm pro Mol mal 3,4223 Mol pro Kilogramm mal 2 gleich 12,94 Kelvin. Um die Temperatur zu berechnen in Grad Celsius, rechnen wir jetzt Delta Strich gleich T minus Delta T. Delta, also T Strich ist gleich 32,15 Kelvin minus 12,94 Kelvin. Das ergibt 62,21 Kelvin. Wieso benutzen wir die 273,15 Kelvin? Das ist der Nullpunkt von Wasser. Also 0 Grad Celsius sind gleich 273,15 Kelvin. Wenn wir die 260,21 Kelvin minus die 273,15 Kelvin rechnen, bekommen wir die Gradzahl raus, minus 12,94 Grad Celsius.